meine Lieben, ich hoffe einfach mal, der Akku hält jetzt durch bei diesem neuen Laber-Koch-Vlog. Ich habe keinen Bock auf ein normales Kochvideo und ich probiere auch heute mal was ganz Neues aus und mal gucken, wie es wird. Wenn es nachher gut schmeckt, kriegt ihr das Rezept wieder und wenn es nicht gut schmeckt, dann gibt es trotzdem ein Video. Und ja, ich bin echt total verpeilt heute. Ich bin richtig, richtig kaputt. Eigentlich wollte ich jetzt im Bett liegen und schlafen, aber irgendwie stehe ich jetzt noch wieder in der Küche. Ich habe so viel gearbeitet, super wenig geschlafen und Hand vom Mund beim Gehen, ne? Aber erstmal wollte ich euch das hier zeigen. Also wie Hammer ist das denn? Ich meine, es ist an der Seite kaputt, ich muss es nähen. Aber das habe ich heute geschenkt bekommen, gebraucht. Aber wer meine Katze kennt, ich meine, das ist doch original Yoda, oder? Also das ist meine Yoda und dann auch noch als Yoda. Also ich... Es könnte nicht cooler sein. Es könnte nicht cooler sein. Was mache ich denn eigentlich heute mit euch? Ich möchte einen Kürbisaufstrich machen. Und ich stelle mir den so ein bisschen vor, dass der einerseits als Aufstrich genommen werden kann, andererseits aber auch vielleicht so zu Kartoffeln oder so, ne, als Dip. Und ich werde es wie beim letzten Laber-Koch-Vlog machen, dass ich auch nicht schneide. Also ihr habt jetzt die ungeschönte, total interessante Wahrheit. Auch wenn ich hier so mein Zeug zusammensuche und nichts finde. Hier oben, wo ich gerade rumwurschtel, da habe ich so meine Öle und so stehen. Und ich nehme jetzt mal Erdnussöl dabei. Da eignet sich ja eigentlich Kokosöl super. Ne? Also ich meine, Kürbis und Kokos ist schon super. Und es ist fast alle. Das ist ein bisschen blöd, aber es reicht noch ein bisschen. So, da gebe ich einfach mal so ein halben Teelöffel in die Pfanne für später, einfach dass das Öl schon mal da drin ist. Das gut ist, man braucht immer nicht so viel und es riecht lecker. Ja, wie mache ich den? Ich habe mir überlegt, ich werde alle Zutaten in der Pfanne anbraten, mit ein bisschen Gemüsebrühe ablöschen, so ein bisschen köcheln, dämpfen lassen und dann oder halt vor sich hingaren lassen und dann pürieren. Ne, damit man einen schönen cremigen Aufstrich hat. Und ja, was passt besser zu Kürbis als Karotten? Deswegen kommt da auch jetzt eine Karotte mit rein. Mache ich die? Ich bin gerade überlegen. Ich schmeiß einfach erstmal, wir achten heute auf keine Konvention und so. Ich schmeiß alles in die kalte Pfanne. Das ist mir heute wurscht. Der Kürbis wurde mir auch jetzt dieses Wochenende mitgebracht. Ein Bio-Kürbis aus Österreich, von einem Österreicher überreicht. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bin gespannt, wie der schmeckt. Bestimmt sehr lecker. Er wurde mir auf jeden Fall mit sehr viel Liebe übergeben. Habe ich mich total gefreut. Und den muss ich jetzt mal kurz, glaube ich, abwaschen. Und ich glaube, dafür schneide ich dann doch kurz, weil es ist echt nicht lustig, in der Kamera zu hören, wenn direkt unten drunter der Wasserhahn an ist. Das ist... bis gleich. So, der Kürbis ist gewaschen und jetzt brauche ich auch noch irgendwie ein Messer für den Kürbis und das sieht doch ganz gut aus. Hier auch nochmal für euch der Tipp, den ich nie berücksichtige leider irgendwie. Wenn man den Kürbis vorher ein bisschen so bei 150 Grad ein paar Minuten in den Ofen gibt, 10, 15 Minuten, dann lässt er sich leichter schneiden. Tipp letztes Jahr von einer Abonnentin, Leute haben es nachprobiert und finden es super. Ich weiß nicht, warum ich es nie mache. Aber gerade heute ist irgendwie... Ihr könnt aber einfach dabei zugucken, wie ich mich hier quäle und mir so halb die Finger absäbele. Das ist ja auch eigentlich viel spannender und interessanter, oder? Ja. Wenn ich jetzt so langweilig im Ofen vor sich hin duseln würde, das wäre ja... Da gibt es ja nichts zu gucken. So, hier noch ein bisschen das Innenleben rausschneiden. Ja, ich wollte euch auch irgendwas erzählen. Ja, das Wochenende war anstrengend, aber irgendwie auch total schön und cool. Also es war auch wieder so eine Belastungsprobe für meine Panik, aber hat alles gut geklappt. Und dann wollte ich euch noch was erzählen. Ja, die nächsten Tage, ich hatte, wollte mir jetzt eigentlich mal 2 Tage frei nehmen, hat irgendwie gar nicht geklappt. Aber ich muss mir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Tage nehmen, wo ich keine Anfragen beantworte, weil ich unbedingt mal wieder lernen muss. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, dass ich nebenbei auch noch ein Fernstudium gerade mache, und zwar ein Fernstudium zum Heilpraktiker.
meine Engel haben mir halt gesagt, ja, mach das mal bitte. Also es kam, die haben mir ganz viele Leute ins Leben gebracht, die gesagt haben, hey, mach deine Ausbildung zum Heilpraktiker, damit du eben ja nicht nur die feinstoffliche Ebene verstehst, sondern auch den Körper, die grobstoffliche Ebene. Und ja, recht haben sie ja. Und das Studium ist auch, also dieses Material, das ist super viel. Es ist auch nicht so leicht, aber es ist unglaublich interessant, es macht richtig viel Spaß. Aber ich nehme mir da gerade nicht genug Zeit für. Und das muss ich aber jetzt mal machen. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ein paar Tage nachholen mit Lernen. Und ja, da ich auch nicht tausend Sachen parallel machen kann, werden dann die nächsten Tage mal keine Anfragen beantwortet. Aber ich denke, die Menschen werden das auch alle übernehmen. Ja. Und übrigens, ich mache auch ein paar gekochte Kichererbsen dazu, aber die werde ich auch mit anbraten, dann kriegen die auch nochmal so ein bisschen Röstaroma. Und die geben auch nochmal ein bisschen zusätzliche Bindung, obwohl der Kürbis ja auch schon eine gewisse Bindung hat. Ja, was dann so die letzten Tage noch so viel gefragt wurde, ich hatte ja in dem einen Food Diary erwähnt, dass ich Rollenspiel spiele und da waren doch dann einige interessiert, was ich denn da spiele. Und da wollte ich euch eigentlich neulich schon von erzählen, letzten Koch-Vlog-Laber-Gedöns. Und zwar spiele ich Pen und Paper seit mittlerweile 9 Jahren. Hab dann aber zwischendurch, wo ich in Berlin war, habe ich halt zwei Jahre Pause gemacht. Und bin aber jetzt wieder in meiner alten Gruppe von ganz früher. Ja, wir sind alle gemeinsam älter geworden, ne? Und es macht immer noch richtig viel Spaß und die Leute sind immer noch total klasse. Ja, und wir haben wirklich nur, wir haben eine sehr kleine, aber eine richtig schöne Gruppe. Spielen hauptsächlich Dungeons and Dragons, spielen aber ab und zu auch Star Wars und ich habe auch ja, DSA gespielt, Shadowrun, Cthulhu und was es nicht alles gibt. Und ich bin da wirklich ein absoluter Fan von, mir macht das richtig Spaß und das finde ich sehr schön. Tabletops habe ich nicht so, also das kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Und mit LARP habe ich eigentlich leider auch nicht so wirklich die Erfahrung. Es würde mich mal reizen, einfach mal einmal mitzumachen, aber es wäre jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie regelmäßig machen wollen würde. So, ich habe jetzt einfach mal alles Mögliche da drin. Also so, Löffel. Einmal die Platte an. Ich bin aus dir auch hier gerade, vielleicht sieht man es. Mit meiner schnieken Schlafanzughose, weil ich eigentlich schon im Bett lag und schlafen wollte. Und dann dachte ich so, nee, wenn du jetzt schläfst, dann wachst du voll spät auf und dann bist du wieder nachts wach. Und deswegen halte ich mich jetzt irgendwie ein bisschen wach, bin aber irgendwie so überdreht. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so richtig todmüde seid und dann nicht schlaft, dann ist man so komisch überdreht. Ja, so geht es mir gerade. Und ich gucke mal gerade wegen Gemüsebrühe. Ich habe immer noch nicht wieder neues eingesalzenes Gemüse gemacht. Und ich habe aber heute das vegane Starterpaket-Video vom Ruhrpott-Vlog gesehen. Und der hatte Vitam-Gemüsebrühe. Auch nicht so ein blödes Körnerzeug, sondern nehme ich denn da? Sondern so eine Paste ist das irgendwie. Und der meinte, das gibt es in den meisten Reformhäusern. Ja, da werde ich einfach mal gucken, glaube ich. Dass ich das auch mal so in der Hinterhand habe. Ich wollte aber auch mal bei meinem eingesalzenen Gemüse probieren, ob ich das nicht irgendwie mal gescheit im Backofen trocknen kann. Aber ich glaube, dann gebe ich noch Zwiebel und so dazu. Und Zwiebel ist ein gutes Stichwort. Die Zwiebel ist in den Katzennapf gefallen, der aber zum Glück schon leer war. Ja, was könnte ich denn noch erzählen? Achso, es gibt ja immer Menschen, die über irgendwas schimpfen, ne? Finde ich ja immer spannend. Vor allem, weil die Menschen ja immer alles, also sie selber machen die Menschen ja alles perfekt. Und deswegen müssen sie anfangen, bei anderen Fehler zu suchen, weil sie selbst haben ja keine mehr. Und dann wird es einem ja irgendwann langweilig, ne? Und wenn man dann halt so alles perfekt macht und so, das ist ja, ne, wisst ihr schon und so.
Und da war ja auch immer mal so eine Diskussion von wegen diesen Würzen, die ich benutze. Aber es ist halt immer so, dann wird immer laut rumgeschrien, bevor man irgendwie mal nachfragt, nachdenkt, was auch immer. Aber da sind die Leute dann auch besonders gut drin. Also das ist ja normal. Man ist ja immer so ein gewisser Besserwisser. Und dann ging es irgendwie darum, irgendwie das Curry, Paprika, die Gewürze, die ich benutze, weil ich ja dann diese Ostmann-Dinger habe, ne? Aber ich will halt nicht immer wieder so Streudinger kaufen und die kann man ja super nachfüllen, weil man hat ja hier immer so eine große Klappe und da kann man so einen Trichter reinstecken oder sich auch einen basteln aus Papier und dann kann man das super nachfüllen und so habe ich halt zum Beispiel den Curry, da habe ich jetzt aktuell den hier, den ich da drunter mische oder bei der Paprika habe ich halt auch sowas, womit ich das nachfülle und so eine Nachfüllpackung verbraucht halt einfach definitiv weniger Plastik, als wenn ich mir da immer neue Streudinger hole. Und was dann außen drauf steht, von was das Streuling ist, ist eigentlich dem Inhalt ziemlich wurscht. Also eine Zwiebel habe ich noch mit reingemacht. Achso, und übrigens, jetzt meinte irgendwer jemand, ja, ich habe jetzt fleißig beim Video mitgeschrieben, wird nachgekocht. Also ihr müsst natürlich nicht aus den Videos das mitschreiben, sondern ihr findet in der Videobeschreibung einfach immer mal schon mal die Zutatenliste für den groben Überblick. Und in der Videobeschreibung findet ihr aber auch immer den Link zum Rezept, weil ich das Rezept immer in meinen Blog reinsetze. Einmal mit der Zutatenliste und dann natürlich auch Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Also da müsst ihr nicht das Video mit in die Küche nehmen oder ihr müsst es euch auch nicht von der Hand rausschreiben. Ne? Also nur mal zur Info für all die, die das vielleicht machen und die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ja tatsächlich ganz viele Leute, die irgendwie noch nicht wissen, dass es bei YouTube eine Videobeschreibung gibt, obwohl es die, glaube ich, schon immer gab. Und in diese Videobeschreibung lohnt es sich wirklich mal reinzugucken. Ne? Also öfter lohnt sich das. Lohnt sich nicht immer, aber immer öfter. Und ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Ingwer, den ich klein schneide. So. Und ich bin mal gespannt, ob das schmeckt, was da nachher rauskommt. Wenn nicht, wird es trotzdem irgendwie gegessen. So. Ja, was könnte ich noch erzählen? Ich bin so übermüdet, mir fällt gerade echt nicht viel ein. Aber ich war heute aber auch ganz viel draußen in der Natur. Es war so ein richtiger schöner Spätsommertag. Schon das Laub, was überall liegt, aber auch gleichzeitig war es ganz sonnig und der Himmel blau und es sind so schön weißen Wolken. Und es war angenehm von der Temperatur, also es war nicht so kalt, dass man richtig gefroren hat, es war aber auch nicht so warm, dass man geschwitzt hat. Ja, so wie ich es mag, dann war es. Und ich werde jetzt hier mal auch gerade noch eine Handvoll Sonnenblumen und Kürbiskerne dazugeben. Ein bisschen mit anrösten. Es gibt auch noch mal Geschmack und Bindung. Knoblauch gebe ich jetzt nicht hinzu. Das mache ich in Aufstriche wirklich selten rein, weil ich auch mal nie weiß, ob ich das so danach vorhabe, nachdem ich mal so einen Aufstrich gegessen habe. Wenn man irgendwie weggeht und dann riecht man so nach Knoblauch, finde ich irgendwie nicht so toll. Dienchen, möchtest du dich mal zeigen? Dienchen, hallo. Willst du mal Hallo sagen? Ja, möchtest du mal zeigen, dass du das auf dem Foto, dass du das auf dem T-Shirt bist? Komm mal hier. So, also, ne? Hier. T-Shirt von Dienchen. Guck mal, Dienchen, was ich da mache. Kochen. Ja. Fein, ne? Das dreht an. Soll ich dich auch mal ankaufen? Nein, also die nicht. So, kurz Hände waschen. Lalala, ich muss das ganz leise in das Wasser. Lalala. Lalala. Bevor die Leute rumschreien, dass ich die Katze anfasse und dann wieder das Essen anfasse. So. Also das fängt kurz an. Da gebe ich auch schon mal dann was an Curry dazu. Curry ist super. Curry anbraten lassen, ein bisschen Kurkuma. Und Paprika. Süße Paprika. Ich mag es, wenn ich scharf. Wer möchte, kann auch zum Beispiel ein bisschen
Tomatenmark dran machen. Kann ich mir auch mal gut vorstellen. Ich habe aber gerade keins mehr da. Also es riecht schon mal lecker. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich gieße es jetzt einfach mal mit so 100 ml Gemüsebrühe auf. Einfach mal nach Gefühl. So, das ist einfach so. Naja, so halt so da drin rumschwimmt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ihr in die Pfanne gucken könnt. Ich habe auch noch diesen blöden Topf da stehen, den ich irgendwie zu faul war, jetzt mal anzuspülen. Katastrophentag. Und das hier ist Tahin. Und ich habe tatsächlich Tahin, glaube ich, noch nie erhitzt. Kann man Tahin erhitzen? Eigentlich schon, oder? Ich gebe es zum Schluss dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach gut passt. Und, boah, ja. Und jetzt schneide ich doch mal, weil ich das einfach jetzt für eine Weile köcheln lasse, bis der Kürbis gar ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es püriert, würde ich sagen, wenn ich es püriere. Also es püriert sich meistens nicht selber. Wenn es es doch tut, dann Respekt, dann müsst ihr mir sagen, wo ihr euer Gemüse kauft. Ja, bis gleich. So, das ist jetzt ziemlich gar, aber noch richtig schön bissfest, also nicht total verkocht oder so. Ich habe auch währenddessen noch ein bisschen was anderes dran gemacht, und zwar einmal Glücksgewürz von Sonnentor, eine ordentliche Prise, ein Schuss Balsamico-Essig, dunkle, und Salz und Pfeffer einfach nur. Und ich habe da nicht dran gedacht, die Kamera wieder anzumachen. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Zitronensaft da dran. Und wo hab ich's denn? Ein bisschen Zitronenschale. Also da solltet ihr dann wirklich drauf achten, dass es ungespritzte Bio-Zitronen sind. Ansonsten tut ihr euch damit der Schale nicht so wirklich einen Gefallen. So ein Teelöffelchen Tahin dazu. Zwei Teelöffelchen. Oh, der Zitronensaft ist jetzt gerade eine Wunde an meine Hand gekommen. Und holla die Waldfee, ist das schön. Ja, und ich habe hier noch geschälte Hanfsamen, da bin ich ja absolute Mega-Fan seit einer Weile. Und ja, gebe auch nochmal so einen guten Esslöffel dazu. Den Herd habe ich schon ausgemacht, das ist jetzt nur noch so ein bisschen Resthitze. So, rühre das jetzt nochmal unter. Ich bin gespannt, wie es von der Konsistenz wird, weil die Gemüsebrühe jetzt ziemlich eingekocht ist, eingeduziert. Aber notfalls geben wir einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Es war ja klar, dass irgendwas daneben geht, ne? Aber sieht doch schon, sieht aus, als könnte man es auch direkt essen. Ne? Riecht auch gut. Ja, riecht gut. Ja, der Kern noch rein. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt von der Konsistenz. Aber ein Aufstrich sollte eh auch nicht so dünnflüssig sein, dass er auch nicht so irgendwie einzieht. Wo habe ich meinen Pürierstab? Da hinten. So, und jetzt würde ich sagen, ich schneide es nochmal kurz, weil das wird einfach viel zu laut. Ja, also die Konsistenz finde ich persönlich super, weil wenn das dann trocken wird, wenn es kalt wird, so jetzt, dann wird es ja auch noch mal ein bisschen fester. Und wie man sieht, das ist hier, ne, so. Es ist cremig, aber trotzdem stabil. Ich habe es jetzt auch so püriert, dass man tatsächlich noch so einzelne Sachen erkennt.
dass es also nicht ganz fein ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die nicht wissen, wie sie das Ding hier am besten sauber kriegen, weil sie sich da so abmühen, da so rein. Einfach ein hohes Gefäß, ein Glas oder so mit Wasser, eine Steckdose in das Wasserglas, mal kurz mixen und dann ist es sauber. Ja, es gibt Menschen, die wissen das nicht und denen hilft das. Weil man manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich suche mir jetzt mal Töpfchen, wo ich das reinfülle. Ich habe ja da mittlerweile einige angesammelt. Ne, wenn man dann öfter mal so Aufstriche macht, dann sammelt man ja auch so Töpfchen. Und ich muss sagen, ich habe hier auch richtig in einer schönen Größe welche. Das ist eigentlich groß. So. Die eignen sich hier super. Ich habe die mal beim Teegut gekauft. Da gab es mal so eine Aktion mit so Einmachgläsern. Ich finde die für Aufstriche oder auch wenn man Mayonnaise selbst macht oder so Dips oder so, finde ich das eine richtig coole Größe, auch für Marmelade. Weil man kann es gut verbrauchen, so mit ein, zwei Personen, ohne dass es dann in so großen Gläsern dann halt immer irgendwann schlecht wird. So, dann füllen wir das mal rein. Lalala. Ja, ich könnte auch einen größeren Löffel nehmen, aber je größer der Löffel, desto mehr saue ich rum. Ich kenne mich ja mittlerweile. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, wenn man in diesen Aufstrich irgendwie... Ich überlege mir gerade, ob ich den hätte mehr salzen müssen, aber... Nee. Ja, ich habe es nicht so mit Abschmecken irgendwie. Ich mache das immer nach Gefühl und dann esse ich den Aufstrich halt dann auch erst, wenn er abgekühlt ist. Aber wenn man dann merkt, da fehlt Salz, dann kann man sich ja auch noch Salz drüber streuen. Vielleicht auch so schwarzes Steinsalz oder so. Aber der sieht echt schön aus. Und ich bin mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall dann noch, wenn er abgekühlt ist, werde ich euch das gleich noch hinten dranhängen und berichten. So. Das ist was daneben gefallen. Ja. Jetzt seht ihr mal, wie so teilweise so Rezepte zustande kommen, indem man einfach irgendwelche Sachen wild zusammenwürfelt, wo man denkt, dass sie zusammenpassen könnten und schmecken könnten. Da kann man ja auch für sich experimentieren. Man hätte jetzt auch anstatt die Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne vielleicht Cashewkerne mit reingeben, Mandeln mit rein, anstatt Tahin vielleicht Cashewmus oder sowas. Oder Kokosnussmilch statt Gemüsebrühe. Oder einfach komplett alle Zutaten streichen und was ganz anderes machen, ist auch immer eine gute Möglichkeit. So. Ja, das geht, glaube ich, ganz gut auf, sodass ich auch dann eine Portion habe, die ich dann nachher probieren kann auf einem Brot oder so. Knäckebrot am besten. Ich habe auch leider gerade kein frisch gemachtes Knäckebrot. Ich war in letzter Zeit irgendwie nicht so produktiv in der Küche. Ich hoffe, das ändert sich jetzt bald wieder ein bisschen. So, ja, jetzt ist da noch so ein bisschen was, was aufs Knäckebrot passt. Das werde ich dann nachher probieren und euch berichten, sodass die beiden Gläser erstmal unangetastet bleiben. Mit der Haltbarkeit ist es halt immer so eine Sache. Ich werde oft gefragt, was ich denke, wie lange sowas haltbar ist. Also wenn man das heiß abfüllt, dann verschließt sich das ja auch noch ganz gut. Ach, hier sieht man auch noch ein Möhrenstück. Aber wenn es halt geöffnet ist, dann würde ich sagen, innerhalb von einer Woche verbrauchen die meisten Sachen. Manche halten sich auch zwei Wochen, manche nur so drei, vier Tage. Ungeöffnet ist es dann immer schon ein bisschen länger haltbar. Aber es sind halt dann auch so Erfahrungswerte, die man für sich einfach sammeln muss. Also zum Beispiel, wenn ich dieses Zwiebelmett mache, dann hält sich das, wenn es geöffnet ist, wirklich, oder es generell, also man muss es eigentlich gleich verbrauchen, dann hält sich das immer so drei, vier Tage, würde ich sagen. Und länger eigentlich nicht. Also dann fängt es schon an, so komisch zu riechen und dann benutze ich das eigentlich nicht mehr. Was gibt es denn noch so für Fragen, die manchmal gestellt werden? Ja, meine Flohsamenschalen und Hanfsamen kaufe ich bei Amazon. Ihr könnt einfach mal auf meinem Blog auch in diese weiterführenden Links gucken. Die sind ganz unten verlinkt. Ich verlinke es euch auch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Ja, die kaufe ich im Moment bei Amazon. Die gibt es bestimmt auch im Reformhaus und so. Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe halt nicht so viele Reformhäuser in der Nähe. Und dieses Ding hier wurde auch schon gerade, das habe ich in Berlin auf dem Mauerpark-Flohmarkt geholt. Da war ein Stand, der nur diese Dinger verkauft hat. Ich finde die cool, aber ich habe die so auch noch nie irgendwo anders gesehen. Tja. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann gleich nur nochmal, wenn ich den Aufstrich probiere, wenn er abgekühlt ist. Ja, bis dann.
gleich. Gestern Abend kam ich nicht mehr dazu, den Aufstrich zu probieren. Wir sehen ihn aber jetzt hier. Ich habe ihn jetzt auf Knäckebrot geschmiert, das ist ein Alnatura-Knäckebrot. Und er sieht schon von der Farbe richtig, richtig toll aus. Und hinter der Kamera probiere ich den jetzt mal. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Also meinen Geschmack trifft er total. Es kommt auch ganz toll der Curry durch und dieses süßliche, würzliche. Also ja, mir schmeckt der richtig gut. Ich finde den super lecker. Und daher werde ich mir das Video selbst auch nochmal angucken, das Rezept rausschreiben und euch dann eben auch noch ein Rezept in meinem Blog setzen dazu. Mhm. Und ich freue mich jetzt richtig darauf, das zu essen. Ja, klasse, ich freue mich und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!